Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich einfach mal eine Zuschauerfrage beantworten, und zwar folgendes Problem tritt auf. Wir haben hier einen x-beliebigen Wasserhahn, eine x-beliebige Garnitur und aus irgendeinem Grund läuft hier das Wasser nicht mehr so ab, wie es soll. Es kommt trotz voll aufgedrehten Wasserhahn nur wenig Wasser hier vorne raus. Woran kann das liegen? Natürlich an zwei Situationen. Situation 1, euer Wasserhahn ist einfach nur verkalkt. Oder Situation 2, hier vorne in dem Perlgenerator oder in dem kleinen Sieb befindet sich einfach viel zu viel Dreck. Das bedeutet, wir müssen nun dieses Sieb ausbauen und reinigen. Hier kommen wir zu der ersten Schwierigkeit. Wie bauen wir dieses Sieb aus? In der Regel kann man diese Siebe mit der normalen Hand aufdrehen und entnehmen. Ist das allerdings bis jetzt noch nie gemacht worden, kann es sein, dass das ganze System so verkalkt ist, dass ihr das Sieb einfach nicht aufbekommt. Hier macht ihr bitte Folgendes. Ihr nehmt euch einen ganz normalen Lappen, am besten Baumwolle. Ihr nehmt euch etwas Essig und tränkt diesen Lappen mit Essig. Vorzugsweise wäre es auch empfehlenswert, dieses Essig leicht zu erwärmen. Wie macht ihr das? Ihr gebt es einfach in einen Wasserkocher, erhitzt es leicht, bitte nicht so, dass es kocht, und gebt es dann auf euren Lappen. Habt ihr euren Lappen ausreichend gedrängt, also richtig stark mit Essig gedrängt, legt ihr ihn bitte hier um die Garnitur und macht diesen bitte fest. Eventuell ein Gummiband verwenden, dieses hier drum machen, und lasst das bitte jetzt einige Stunden einwirken. Nachdem nun der Essig seine Arbeit getan hat, nehmen wir diesen Lappen wieder ab und jetzt müssten wir hier dieses Sieb entnehmen können. Können wir das mit der blanken Hand immer noch nicht bewerkstelligen? Nehmt ihr hierfür bitte ein Werkzeug, und zwar eine Wasserpumpenzange. Hier gibt es auch spezielle Garniturenzangen, die hat natürlich nicht jeder. Diese haben hier vorne einen Schutz auf den Flanken, damit ihr eure Garnitur nicht beschädigt. Habt ihr diese natürlich nicht, müsst ihr euch hier etwas behelfen. Das geht aber ganz einfach. Wir befinden uns zum Beispiel hier in einem Badraum, in einem Badezimmer, was also bedeutet, hier habt ihr immer Handtücher, Lappen oder handelsübliches Toilettenpapier zur Hand. Nehmt davon einfach etwas, legt es um euer Sieb, umgreift nun die ganze Geschichte mit eurer Zange, fasst fest zu, drückt aber nicht zu fest zu und schraubt euer Sieb nun gegen den Uhrzeigersinn los. Habt ihr dieses nun gelöst, könnt ihr den Rest mit der Hand erledigen. Wir haben sofort gesehen, dass Wasser entgegenkam, was also bedeutet, unser Sieb ist sehr stark verschmutzt. Achtet bitte darauf, dass ihr auch die Dichtung nicht verliert. Die legen wir etwas zur Seite und wir schauen uns das Sieb näher an. Um dieses Sieb nun zu reinigen, geht ihr folgendermaßen vor. Als allererstes müsstet ihr das Sieb mal entkalken. Ich nehme es einfach mal hier heraus und wir sehen, es sieht von vorne her wirklich sehr schlimm aus. Dieser Kalkbelag ist allerdings so fest, dass ihr ihn mechanisch nicht entfernen könnt. Das geht nicht mit den Fingernägeln, sowie auch nicht mit einer Bürste. Um diesen Kalkbelag zu lösen, geht ihr folgendermaßen vor. Wir beschaffen uns als erstes etwas Essig. Ich empfehle hier Essig zu verwenden mit einer 10%igen Konzentration. Habt ihr sowas nicht da, könnt ihr auch gerne Essig mit einer 5%igen Konzentration verwenden. Wir könnten jetzt diesen Essig pur verwenden, einfach auf unser Sieb geben. Damit das allerdings etwas schneller vonstatten geht, nehme ich diesen Essig und gieße ihn in einen Wasserkocher ein. Jetzt kocht ihr das Essig kurz etwas auf. Vorteil von der Sache, euer Wasserkocher wird natürlich dabei auch gleich entkalkt. Ist euer Essig nun komplett aufgekocht, nehmt ihr euch eine Schüssel. Achtet bitte darauf, dass diese Schüssel temperaturbeständig ist, nicht dass sie schmilzt, wenn ihr das Essigwasser jetzt hier eingebt. Legt eure Siebe und eure total verkalkten Teile hier hinein und übergießt diese vorsichtig mit dem Essigwasser. Achtet bitte darauf, den Dampf, der hier entsteht, nicht einzuatmen, denn er ist beißend. Wir achten jetzt mal beim Aufgießen auf das Sieb, wie das Essig sofort anfängt zu wirken. Wir sehen, wir haben hier eine extrem starke Blasenbildung, das heißt, der Kalk wird zersetzt oder aufgelöst. Dieses lassen wir nun ungefähr 10 bis 25 Minuten stehen. So, in meinem Fall sind nun ca. 5 Minuten vergangen. Wir schauen uns die ganze Substanz hier nochmal an und wir sehen, wir haben hier noch eine deutliche Blasenbildung, was also bedeutet, der Essig wirkt noch, es ist noch Kalk vorhanden, der noch aufgelöst werden kann. Also warten wir weiter.
So, nach ca. 25 Minuten haben wir dieses Ergebnis. Wir können das Ergebnis natürlich noch verbessern, indem wir das einfach noch länger stehen lassen. Am besten über Nacht, aber ich will das jetzt einfach wieder einbauen. Alternativ könnt ihr hier jetzt nochmal mechanisch reinigen, das heißt mit einer Bürste. Das hat auch nochmal einen sehr starken Effekt und somit entfernt ihr auch Rückstände oder Reste, die sich noch auf dem Sieb befinden. Nun können wir unseren Perlgenerator, unser Sieb, wieder einbauen. Bevor ihr das allerdings tut, würde ich euch empfehlen, hier drinnen die Öffnung nochmal leicht zu reinigen und eventuell auch nochmal vorher den Wasserhahn für eine gewisse Zeit zu öffnen, damit alle Fremdkörper, die sich hier noch in der Leitung befinden, ausgespült werden. Nicht, damit euch euer Sieb sofort wieder verstopft. Jetzt bringt ihr euer Sieb ein. Vergesst bitte eure Dichtung nicht. Diese legt ihr hier oben ein. Positioniert euer Sieb unten an dem Wasserhahn und schraubt es im Uhrzeigersinn wieder fest. Hier verwenden wir allerdings keinerlei Werkzeuge, das machen wir nur mit der Hand. Somit können wir unser Sieb auch später wieder leicht lösen. Nun noch der Test. Und im Gegensatz zu vorher haben wir jetzt wieder hier einen sauberen Strahl. Unser Wasser läuft hervorragend sauber heraus und wir haben keine Behinderung mehr in unserem Sieb. So, und damit komme ich dann zum Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte mit meinem kleinen Tipp die Zuschauerfrage beantworten und habe euch hiermit weiterhelfen können. War dem der Fall, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, schaut hier unten in den Anmerkungen nach, klickt auf die dementsprechenden Videos oder besucht einen meiner Kanäle oder abonniert diesen Kanal hier, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.